Ja, hi und willkommen zu meinem ersten WoT-Let's Play auf diesem Channel. Wie man sieht, ich habe es früher immer eine ganze Zeit lang gespielt. Habe es schon echt lange nicht mehr gemacht. Also, ich bin eine Tagesübung, das ist mein erstes Gefecht seit Jahren. Ich habe jetzt nochmal ein, zwei Gefechte gespielt auf meinem zweiten Channel, den ich schon seit langem mal hatte, aber inzwischen wieder abgeschafft habe. Also, ich bin in wirklich Tagesübung gekommen. Wer WoT nicht kennt, ist jetzt eigentlich voraus, dass er das kennt. Auf jeden Fall mal kurz, der so ein bisschen so ungefähr kennt. Also, ich habe okay, ich erkläre es mal schnell. Also, es gibt ja verschiedene Stufen, die halt besser werden. Bedeutet, eine 1 ist das schlechteste, kostet nichts. Und ein 10er muss halt, ist halt echt das Beste. Man muss sozusagen erforschen. Sagen, um das dann, na gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Sagen muss ich, um den zu kaufen, zu können, erst das beides hier erforscht haben. Und den hier natürlich. Ja, das ist die Forschungspunkte. Ja, das sind die Forschungspunkte. Ich brauche hier gerade noch ein paar tausend, vorsichtig gesagt, für meinen nächsten. Die freien Forschungspunkte, die kann man bei jedem Fahrzeug anwenden. Sieht man, die verändern sich ja von Punkt zu Punkt. Und hier. Okay, egal. Was ist denn das? Okay, egal. Ja, man sieht, ich habe hier einen Elite-Panzer, den habe ich mir mal von der letzten Zeit lang irgendwie mal geholt. Das war ein. Da komme ich zu der Geschichte, das ist ein kleiner Bug gewesen. Also, egal. Ich würde sagen, dann joinen wir direkt mal. Und ich gucke, wo wir angefangen haben. Okay. Mag ich in der ersten Folge erstmal so zwei, drei Gefechte. Wie gesagt, ich kann es gar nicht mehr. Null. Ist ewig her. Red Shire. Ja, und es leckt erstmal schön. Machen wir schon die Grafikeinstellungen so wirklich, seid ihr möglich runter? Niedrig, genau, außer niedrig? Minimum. Minimum, so, anwenden. Schnappkoller, egal. So, ich habe Kartenvirus einmal geleckt. Das war früher echt nie geleckt. Da steht wieder eins von diesen tollen Updates. Ja, ist ein Unterschied bei anderen Spielen, weil es die Map unten links, rechts ist und unten links. Ja, ich merke, das Spiel schon ist ein bisschen laut. Meine Kopfhörer tönen mich gerade total, aber naja, ich würde sagen, man kann mich noch hören, das ist die Hauptsache. Ach ja, und sorry, wenn ich ein bisschen schnell rede, das ist dann jetzt irgendwie so. Ach ja, stimmt, falls ein gewisser Omsi Gamer 1 dieses Video sehen sollte. Meine persönliche Meinung ihm, ich habe schon über Skype geschrieben. Ja, das hat er vermutet, ich hätte euch alle sozusagen, ja, wie soll ich sagen, selbst erstellt, mich dann selbst abonniert. Na gut, okay. Hätte sich mal die Mühe gemacht, mal an einem Video zu gucken und die ganzen Kommentare runterzuschreiben, wäre ihm eventuell aufgegangen, dass das rein logistisch gesehen gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, okay, ich wollte es nur schon so einbringen, also, falls euch irgendwer außer Meinung sein sollte, guckt einfach mal meine Videos rein. Also spezifisch ab meiner siebten DayZ-Folge. Ja, und da sieht man ja schon, dass ich das logistisch gesehen unmöglich ich gewesen sein kann alleine. Was macht denn der? Wieso leckt das so? Ja, wir nehmen Stützpunkte ein. Wie viele Leuten stehen mein. Och, komm schon. Ja, sieht hier aus wie eine relativ echt gewonnene Folge. Aber noch kann alles gewonnen werden. Ja, wir haben ja sagen Stützpunkt. Wenn der bei 100 ist, dann haben wir ihn. Och, wieso leckt denn der so? Total nervig. Wenn beide drin stehen, bleibt es bei der Sekundenzahl stehen. Wir fahren einfach so weiter. Okay, ich fahre mit einem sogenannten Jagdpanzer auch, wenn ich einen Trebantom habe, einer der wenigen. Und dementsprechend noch leider etwas weniger Schaden, aber. Untergewinnungssache. Die IS-Reihe sind natürlich immer noch am besten. Meiner Meinung nach. In der Klasse auf jeden Fall noch. Ja, man sieht es, hält bei 22. Scheiße, ich habe nicht getroffen. Ja, wie laden nach? So.
Wieso hab ich ihn jetzt nicht getroffen? Ach, komm schon. Da wäre anders zuerst da. Es ist Glück gelaufen. Okay, blöd, wenn ich jetzt hier wieder reinfahre, kann es sein, dass sie mich sehen. Ach, schade. Ja, ich weiß schon, es leckt wie das üben Grund total. Nicht reingekommen, schade. X und da hinten ist ein T29. Brandgefährlich. Centurion 1. Na, nein. Ja, ich habe es ziemlich verlernt. Oh, schade, schade, schade. Ein T29. Okay, eine relativ dicke Panzerung. Kommt man nicht so einfach durch. Nein. Ja, jetzt haben wir ihn. Okay. Ja, da geht er, wenn er einen Verbündeten erledigt hat. Glaube ich. Das war doch das Zeichen dafür. Ja, und ich mache mal kurz Pause. Okay, dann bis gleich. Ja, hi, da sind wir wieder. Ja, ich muss kurz hier reinkommen. Hab ein paar von meinen Amis ja auch schon gesehen. Ja, ich bin hier gerade total scheiße. Ich komme leben. Und bei einem letzten Überleben und zugegeben der noch schlechteste in meinem Team. Joko. Ich verziehe mich gerade bis nach hinten in Richtung heimwärts. So, jetzt weiß ich aber, was da sich wieder mit dem Berg haut. Hier steht noch Hoffnung für unser Team, oder nicht? Gering, aber ich würde sagen, eine geringe Möglichkeit des Sieges besteht noch. Der T43 ist gleich weg. Aber der AS8 ist noch so gut wie voll. Und der AMX ist auch so gut wie weg. Aber der AMX ist schnell und schwer zu treffen. Und hat einen ziemlich viel Schaden. Ich würde sagen, eine perfekte Kombination. Und die haben ebenfalls Lust reingesteckt müssen. Nein! Und der hat mich gesehen. Ah, aber der Kit hat mich mitgenommen. Okay, jetzt bringt mir nichts, weil ich kann. Aber mehr. Ihn schießen wir dann. Ja, um mal kurz anzugucken. Nö. Ja, dann gehen wir zurück zur Garage. Kurz. 36 aus. Okay, haben wir schon ein bisschen was gemacht. Ja, dann würde ich sagen, wir eine schnelle. Ja, nochmal jetzt. Ne, Jackson mag ich eigentlich gar nicht so. Ja, eine schnelle Scout-Runde, wo ich Scouten eigentlich überhaupt gar nicht kann. Ja, das Scouten ist sozusagen, ja, da wird eigentlich jeder wissen. Sagen, ja, sozusagen Vorfahren, die anderen Gegner sozusagen sichtbar machen für die Verbündeten. Wieso muss man dann immer super gut gegen eintreten? Ich würde hier wieder eine super wird, besonders schnelle Panzer, die eigentlich dafür gebaut sind, ja, echt schlechten Knarre. Obwohl die immer so schlecht ist, die ist halt. Na gut, machen minimal Schaden und kaum Durchschnittskraft. Aber Schaden geht sogar, also macht natürlich minimal, sondern ein bisschen halt. Wenig. Ja, auf euch jetzt zu erwähnen, man kann natürlich auch was trinken. Wollen wir sie gar nicht erst testen, durch den See zu fahren? Würde ich eh nicht schaffen. So, 10, 9, 8, 7. Ich dachte immer, die 3 Sekunden sind unglaublich viel. Bis ich bei der 7 merkt, habe ich 5 Minuten brauche für einen Server, um zu darf, hier nachzujoinen. Ja, aber ihr müsst, der ist irgendwie sogar ziemlich langsam für den Scout-Panzer. Toll. Und der relativ große Schaden für den Scout-Panzer bringt mir nichts, weil ich nirgendwo durchkomme. Ja, man sieht, alles ist, na, nicht alles zerstörbar. Guck mal, hier zum Beispiel die Wände sind.
sehe gerade, ein Bot fliegt mir vor der Kamera, vom Bild lang, aber auch egal. Ich glaube fast, ich spiele ein bisschen hohen zu hohen Grafiken. Wollen die Grafiken generell ein bisschen hochgeregelt? Ja, es kann, als kauft man, darf nie stehen bleiben. Und man sollte lieber erst später vor, wenn schon ein paar erledigt sind. Weil ich auch wieder super Folge. Gut, nicht mein Geschäft. Guck mal, wer da ist. Keiner. Nicht mehr außergewöhnlich. Nein! Macht man nicht nur so blöd. Ja, ich habe mal einen schönen kleinen Schlenker. Oh, Scheiße. Also, irgendwer Gutes ist da. Nein! Und ich voll Gefahr gegen so eine Mauer. Aber mein Motor wurde beschädigt. Ja, okay. Hier sollte auch ein schnelles Teil werden. Ja, schön, wenn es ein anderer Schmied da wäre. Nö, ist er nicht. Okay, ich würde sagen, ja. Soll doch schnell werden jetzt. Haben ganz ordentlich Zeit jetzt gemacht im Video, würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, schau es nächstes Mal und schreibe in den Comments, ob ich das weiter explain soll oder es sein lassen soll. Ansonsten auch Need for Speed Wölten. Ja, Angebot. Ah, das war das Ergebnis vom letzten Gefecht. Ich habe trotzdem lila ziemlich viel Erfahrung bekommen. Wie viel Schaden habe ich denn ausgeteilt? Wow, so über 1000 Leute. Wir waren sogar gar nicht mal so schlecht. Nach Schaden sortiert waren wir. Wir waren, glaube ich, einer der schlechtesten. Ungefähr hier, so in dem Bereich. Und wir sind hier oben von Schadenauszahlung her. Also, wir waren gar nicht mal so schlecht. Okay, gut, dann ich würde sagen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, schau das nächste Video.